Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem weiteren Thema-Video. Das Thema dieses Mal ist, wenn Son Gokus Herzvirus bei der Cyborg-Sage schon verheilt gewesen wäre. Man weiß ja, Son Gokus Herzvirus hat sich ja erst bei den Cyborgs gezeigt, besonders bei dem Kampf gegen C19. Ja, das war halt wirklich ein extremer Zufall, aber für den Plot war das natürlich sehr, sehr wichtig. Hier bei diesem Video ist der Herzvirus früher gekommen, 2, 3 Wochen, vielleicht auch einen Monat, das spielt eigentlich keine Rolle. Bei den Cyborgs wäre er schon verheilt gewesen. Wie immer würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, Leute. Wenn ihr keinen Daumen nach oben gebt, dann passiert, keine Ahnung mehr, gehen meine unlustigen Jokes, die sowieso niemand feiert, langsam aus. Das erste, was für mich anders wäre, dass Son Goku bei der Cyborg-Sage bzw. beim Kampf gegen C19 und Dr. Gero stärker wäre. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er dort stärker wäre, weil er halt den Herzvirus nicht hätte, sondern einen Zenkai-Boost. Ja, ich sehe es persönlich so, dass Son Goku nach seinem Herzvirus stärker wurde. Kann natürlich jeder anders sehen. Ich persönlich sehe es aber so, dass er halt stärker wurde. Wo wäre aber nun die allererste Änderung? Für mich ganz klar bei Dr. Gero. Es gab ja die Stelle, wo Son Goku woanders kämpfen wollte und Dr. Gero war damit einverstanden und hat dementsprechend auf die Erdbevölkerung gefeuert. Beziehungsweise auf die Gebäude. Daraufhin war Son Goku ja sehr, sehr sauer und hat Dr. Gero einen in die Fresse gehauen. In Dragon Ball Z war es ja so, dass Dr. Gero der Schlag nichts ausgemacht hat, nur sein Hut runtergeflogen ist und er den wieder aufgehoben hat und er den wieder aufgesetzt hat. Das ist ja für mich eine sehr unlogische Szene, was ich ja auch schon einige Male erwähnt habe, weil eigentlich hätte es so sein müssen, dass Son Goku seinen Kopf einfach wegfeuert. Die Ausrede für mich, warum es dort nicht der Fall war, weil Son Goku halt eben den Herzvirus hat und einfach geschwächt war. Hier ist Son Goku ja gesund und hat meiner Meinung nach ja auch einen Zenkai-Boost bekommen. Und für mich persönlich ist Son Goku selbst im Normalzustand einfach stärker als C19 und Dr. Gero zusammen. Son Goku war bei seinem Schlag in Dragon Ball Z ja auch sehr, sehr zornig. Er hat sich dort nicht zurückgehalten oder sonst etwas. Hier wäre es meiner Meinung nach einfach der Fall gewesen, dass er Dr. Gero seinen Kopf einfach abgeschlagen hätte. Ungefähr so wie bei Dragon Ball Multiverse, als Piccolo gegen Majin C17 gekämpft hat und seinen Kopf einfach weggefeuert hat. Wie gerade gesagt, man kann natürlich die Ausrede benutzen, weil Son Goku den Herzvirus hatte, aber selbst mit dem Herzvirus fand ich es halt einfach eine unlogische Szene. Nun aber mal weiter im Text, damit wäre Dr. Gero der erste Cyborg besiegt gewesen. Damit würde nur noch ein Cyborg übrig bleiben und zwar C19. Ich meine natürlich, sorry an der Stelle, ich meine natürlich Shaozus Vater. Ich bin zwar unlustig wie sonst was, aber diesen Joke, den muss ich einfach bringen. Shaozus Vater, der gerade eben noch gelächelt hat, würde jetzt voller Angst sein und versuchen zu wollen zu fliehen. Man könnte jetzt hier danach gehen, dass er entweder entkommt oder nicht entkommt. Wenn er nicht entkommt, würden natürlich C17 und C18 nicht aktiviert werden. Auf diese Weise könnte Cell C17 und C18 ohne Probleme und ohne Hindernisse einfach absorbieren, weil er weiß ja auch, wo Dr. Geros Versteck ist. Cell würde es denn sich ganz einfach machen, erst einen Cyborg aktivieren, wie zum Beispiel C17 ihn absorbieren und dann das gleiche mit C18 machen. Damit hätten die Z-Kämpfer wirklich einen sehr, sehr starken Feind. Hier würde natürlich nur noch der Raum von Geist und Zeit übrig bleiben, wenn Cell halt ihnen die Möglichkeit dazu geben würde, wie es halt bei Trunks der Fall war. Also damit meine ich, wie halt, dass er Trunks am Leben gelassen hat und dass das halt bei den Z-Kämpfern nicht anders wäre. Er hätte die Z-Kämpfer besiegt und er würde ihnen halt ein paar Tage Zeit trainieren lassen. Diese würden die Z-Kämpfer natürlich nutzen, um in den Raum von Geist und Zeit zu trainieren. Tatsächlich wäre hier das aber nicht der Fall, dass Cell den Z-Kämpfern Zeit geben würde. Warum, fragt ihr euch? Das ist halt ganz einfach zu erklären, weil er hat Trunks nämlich gefragt, warum er in so kurzer Zeit so stark geworden ist. Bei den Z-Kämpfern wäre das hier natürlich nicht der Fall gewesen. Hier wäre das halt einfach nicht der Fall, weil er halt hier nicht die Möglichkeit sieht, dass er in kurzer Zeit sehr, sehr stark wären. Weil das war ja der Grund, warum er Trunks am Leben gelassen hat, weil er gehofft hat, dass er noch stärker wird. Genau diese Möglichkeit wäre hier halt einfach nicht der Fall und er würde einen Z-Kämpfer nach dem anderen besiegen und danach halt einfach erledigen. Und wenn er sie halt trainieren lassen würde, wie zum Beispiel halt die 10 Tage, dann würden nach 10 Tagen die Cell-Spiele kommen und die kennen wir ja alle. Hier wäre es halt ein Unterschied, dass dann Vegeta und Trunks ja nicht gegen Cell kämpfen würden oder die würden es trotzdem probieren, aber dann auf die Fresse kriegen. Cell wäre darüber natürlich sehr erfreut, weil er gesehen hat, dass sie einfach so schnell so stark geworden sind, auch wenn Vegeta und Trunks halt keine Gegner für ihn waren. Und wenn er dann Vegeta und Trunks töten würde, würden halt die Z-Kämpfer verlieren, weil Vegeta Cell bei den Kamehameha-Clash mit Son Gohan nicht ablenken würde. Ist damit das Video nun zu Ende? Nein, jetzt kommen wir zu der Möglichkeit, wenn C19 es geschafft hätte, zu entkommen. Vielleicht hätte er versucht, von einem der Z-Kämpfer Energie zu stehlen, so wie es Dr. Gero gemacht hat, aber ich komme hier gleich zu seinem Labor. Hier hätte er wie Dr. Gero auch C17 und C18 aktiviert, aber wäre C19 auch so erledigt worden wie Dr. Gero? Das ist auch nur eine kleine Frage, die sich stellt. Bei Dr. Gero ist es ja so, dass C17 und C18 einen Hass auf ihn haben, bei C19 ist es ja halt nicht so wirklich der Fall. Zudem war es auch so, dass Dr. Gero den beiden die ganze Zeit Befehle gegeben hat und dann haben sie halt einfach die Gelegenheit genutzt und ihn erledigt, beziehungsweise C17 hat ihn erledigt. Aber ich glaube, dass sie C19 einfach aus Prinzip trotzdem erledigt hätten, weil es halt einfach ein Werk von Dr. Gero ist. Widerspricht sich aber auch irgendwie selbst,
selbst, weil dann hätten sie C16 nicht aktiviert, sondern ihn gleich zerstört, weil das ist ja halt auch ein Werk von Dr. Gero. Aber ich denke, dass C19 trotzdem erledigt worden wäre, weil C17 und C18 wollten ja C16 aktivieren und C19 hätte das bestimmt nicht gewollt, weil Dr. Gero das nicht wollte. So wäre C19 zerstört worden und C17 und C18 hätten C16 aktiviert. Es ist ja natürlich klar, dass C19 keine Chance gegen C17 und C18 hätte und Energie könnte er den beiden so oder so nicht absorbieren. C16 wurde nun aktiviert und es kam, wie es kommen musste, die Z-Kämpfer trafen auf die drei Cyborgs. Hier könnte man jetzt zum Beispiel auch den Kampf von Dwayne Bull Multiverse nehmen, aber hier wäre es halt ein bisschen anders, weil Bulma halt noch nicht die Fernsteuerung erfunden hätte, beziehungsweise Bulma wäre gar nicht anwesend. Für die Leute, die Dwayne Bull Multiverse nicht so extrem schauen, damit meine ich Kapitel 60 und 62. Der einzige Z-Kämpfer, der gegen C17 und C18 etwas eine Chance hätte, wäre Son Goku. Ten Shinhan und Piccolo hatten hier absolut keine Chance und Trunks als Super Saiyajin hatte auch nicht wirklich großartig eine Chance und wurde recht schnell besiegt. Und Vegeta, naja, er hat sich zwar ganz in Ordnung gegen C18 geschlagen, aber man muss bedenken, C18 hat halt einfach nur die ganze Zeit rumgespielt. Und so würden die Z-Kämpfer besiegt werden, selbst wenn Son Goku da wäre. Und das ist halt auch meine Meinung dazu. Selbst wenn Son Goku da gewesen wäre, die Z-Kämpfer hätten trotzdem verloren. Die einzige Möglichkeit, wie Son Goku hätte gewinnen können, das wäre halt den Super Saiyajin und mindestens die doppelte Kaioken einsetzen. Aber Super Saiyajin und Kaioken, das bleibt ja auf ewig ein ganz großes Thema. Ich bin ja persönlich der Meinung, wie ihr wisst, dass man den Super Saiyajin und die Kaioken zusammen einsetzen kann, wenn man es trainiert. Und Son Goku kann zu dem Zeitpunkt ja auch den Super Saiyajin schon 4 ganze Jahre. Ich denke auch, dass Son Goku hier die Kaioken eingesetzt hätte, nachdem die Z-Kämpfe alle besiegt worden wären, weil das wäre halt die einzige Möglichkeit, die Son Goku noch übrig bleiben würde. Auch bleibt ja noch die Frage übrig, ob C16 wirklich einfach nur zugeschaut hätte, wie bei Dwayne Bull Multiverse, aber da bin ich mir halt selbst auch nicht so sicher, ob C16 wirklich rumgestanden hätte oder selbst eingegriffen hätte. Wie ja jeder weiß, ist C16 stärker als C17 und C18 und gegen C16 hätte Son Goku keine Chance, jedenfalls wenn er halt nicht die Kaioken einsetzen würde. Es ist wirklich eine schwierige Frage, ob die Z-Kämpfer hier getötet worden wären, aber bei Son Goku ist es wohl wahrscheinlich wegen C16, weil er ist halt einfach eine liebe Person, das weiß man ja. Er liebt halt die Natur, aber Son Goku will er halt töten, weil es bei ihm einprogrammiert ist. In der Vergangenheit sind C17 und C18 ja noch nicht so böse wie in der Zukunft. In der Zukunft sind sie ja meiner Meinung nach so böse geworden, weil sie halt jahrelang Menschen getötet haben. Eine Möglichkeit, die bleiben würde, nachdem alle Z-Kämpfer besiegt worden wären, auch Son Goku und C16 will Son Goku gerade töten, dass sich Krillin vor ihm stellt. Das wäre halt eine Möglichkeit, wie Son Goku überleben könnte, weil C16 will ja halt kein außer Son Goku töten. Es ist wirklich halt eine schwierige Frage, wie es hier jetzt weitergehen würde, dass Z-Kämpfer besiegt worden wären, das steht für mich fest, aber dass sie getötet werden, das ist halt so eine ganz große Frage. Es ist ja auch möglich, dass wieder die Son Goku-Art zum Vorschein kommt und dass er C17 und C18 davon überzeugen kann, sie nicht zu töten. Möglicherweise könnte es ihm auch bei C16 gelingen. Wenn die Z-Kämpfer hier wirklich alle getötet werden würden, würde es halt natürlich noch Son Gohan geben, der halt nichts großartig machen könnte, aber es würde halt auch noch Cell geben, der locker C17 und C18 ohne Probleme absorbieren könnte. Es sei denn, er hätte natürlich halt zu wenig Menschen absorbiert und würde von C17 und C18 besiegt werden. Spätestens bei C16 würde es dann halt scheitern. Oder die Sonnenattacke einsetzen, die C17 und C18 blendet und dann könnte er halt einen von den beiden absorbieren. Wenn Son Goku es schaffen würde, C16, C17 und C18 zu überzeugen, hätten sie alle einen gemeinsamen Feind und das wäre halt eben wieder Cell. Gegen alle gleichzeitig könnte Cell nicht gewinnen, das würde ihnen halt auch klar werden, da würde ihnen halt nur die einzige Möglichkeit übrig bleiben, halt einfach so viele Menschen wie möglich zu absorbieren. Und wenn es ihm halt gelingen würde, genug zu absorbieren, hätten die Z-Kämpfer gegen Cell halt keine Chance mehr, weil er dann wiederum zu stark wäre. Wie wäre aber eure Geschichte, wenn Son Gokus Herzvirus bei der Cyborg-Sage schon verheilt gewesen wäre? Schreibt es in die Kommentare und wie am Anfang gesagt, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!